Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen einmal beginnen, über gewisse Länder zu sprechen, Länder, die in der Bibel erwähnt sind, für die es Prophezeiungen gibt. Und ich möchte heute mit Ägypten anfangen. Was sagt die Bibel über Ägypten? Nun, es gibt da viel Spekulation, natürlich auch im Hinblick auf das, was zurzeit in Ägypten geschieht. Und wir sollten uns einmal die biblischen Schriften anschauen, um genau feststellen zu können, was in dieser Endzeit, in der wir heute leben, wie ich glaube, dass Sie das auch denken, was da geschehen soll. Und dann können wir anhand dessen vielleicht auch besser begreifen, was zurzeit im Nahen Osten vor sich geht. Denn der Tumult besteht ja nach wie vor. Die Idee, dass Ägypten zur Demokratie kommen wird, ist vielleicht sehr illusorisch, und wenn es dazu kommen wird, wird es, wie wir sehen werden, keine Demokratie sein, die dem Westen gegenüber sehr freundlich eingestellt ist. Nun, wenn Sie sich ein wenig mit biblischer Prophezeiung beschäftigen, dann werden Sie auch auf Ideen stoßen, die auch über die Internet sehr weit verbreitet sind, in gewissen Kreisen, dass es sich bei Ägypten um den König des Südens handelt. Nun, im Buch Daniel, im 11. Kapitel, wird von einem König des Nordens und einem König des Südens gesprochen. Und einige meinen, dieser König des Südens, der würde in der Endzeit, also in diesen Tagen, in denen wir heute leben, mit Ägypten zu identifizieren sein. Nun, ich möchte zunächst einmal auf diese Frage eingehen. Vor vielen Jahren hat Herr Herbert Armstrong eine Broschüre herausgegeben mit dem Titel Der Nahe Osten der Prophezeiung. Und ich habe diese Broschüre hier vor mir liegen, Copyright 1979. Und ich möchte hier kurz einmal vorlesen, wie Herr Armstrong diese Situation beschrieben hat. Er spricht jetzt zunächst einmal von Daniel 11 und Vers 40. Und wenn Sie diese Stelle mit mir aufschlagen wollen, dann lesen wir hier. Und zu der Zeit des Endes wird sich der König des Südens mit ihm, dem König des Nordens, messen. Und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. Nun, wie wir des Öfteren bereits klargestellt haben und wie ich es heute noch in der Predigt weiter klarstellen werde, handelt es sich bei dem König des Nordens, wenn Sie sich die gesamte Versfolge im 11. Kapitel von Daniel anschauen, um das Römische Reich, wie es aber über die Jahrhunderte hinweg erneuert werden würde. Wir wissen ja alle, dass das Römische Reich gefallen ist, Rom ist ja gefallen, aber es wurde dann laut Offenbarung, Kapitel 13 und auch laut anderen Stellen im Buch Daniel, wieder erneuert. Es hat sich also wiederum erneut auf die Weltbühne begeben und wie die Bibel sagt, würde dies 10-mal geschehen. Und die letzte Erneuerung steht unmittelbar bevor. Sie findet bereits schon in gewissem Maße in Europa statt. Es wird dann eine Erneuerung sein, die aus 10 Nationen oder Nationengruppen bestehen wird. Und das Tier, eine sehr bekannte Persönlichkeit aus dem Buch der Offenbarung, wird diese letzte Erneuerung des Römischen Reiches anführen. Aber was ist mit dem König des Südens gemeint? Was ist damit zu verstehen? Nun, in dieser Broschüre, wie ich sagte, schreibt Herr Armstrong Folgendes. Er sagt, wer ist heutzutage der König des Südens? Es kann sich nicht, bitte achten Sie darauf, es kann sich nicht um den König Ägyptens handeln. Denn im Jahre 31 vor Christus wurde Ägypten zur Provinz des Römischen Reiches, wurde also dem König des Nordens untertan, wurde vom König des Nordens verschlungen. Heutzutage ist Ägypten eine Republik, die von in Ägypten geborenen Arabern beherrscht wird. Es hat keinen eigenen König. Und das ist auch nach wie vor der Fall. Nun, einige haben den Herrn Mubarak als den Pharao bezeichnet, aber das war mehr ironisch zu sehen. Er war nicht regelrecht ein König. Und so lesen wir jetzt weiter. Aber in der Herrschaft von Ptolemäus III. In den Jahren 247 bis 222 vor Christus gliederte Ägypten den Teil Äthiopiens an, der unmittelbar südlich von Ägypten lag. Und er verweist hier auf Rawlinsons Geschichte, Seite 272. Seit der Zeit, so sagt die Encyclopædia Britannica in ihrem Artikel Äthiopien, hatten Ägypten und Äthiopien zwei- oder dreimal unter der gleichen Herrschaft gestanden. Daher sind diese zwei wie ein Land zu betrachten. Und der einzige Teil des Landes vom König des Südens, welcher bis vor einigen Jahren unabhängig blieb, ist Äthiopien. Äthiopien ist das einzige Land,
in ganz Ostafrika, das bis vor einigen Jahren ein Königreich war, welches bis auf 168 vor Christus und noch früher zurückdatierte. Es war der südliche Teil Ägyptens, das südliche Königreich. So kann nur Ägypten allein die einzige mögliche Herrschaft sein, die den König des Südens darstellt. Lassen Sie mich dies wiederholen. So kann nur Äthiopien allein die einzige mögliche Herrschaft sein, die den König des Südens darstellt. Also Herr Armstrong schreibt ganz spezifisch hier, dass es sich nicht um Ägypten handeln kann. Aber was ist jetzt geschichtlich geschehen? Auch das ist etwas, was wir uns hier näher anschauen sollten. Zur Zeit des Endes, wie wir gerade gelesen haben, sollte der König des Südens mit dem König des Nordens, der jetzt in Rom sitzt, zusammenstoßen. Der König des Nordens, wie ich sagte, war ja die Erneuerung des Römischen Reiches. Im Jahre 1895 sandte König Menelek von Äthiopien eine Armee von 9.000 bis 10.000 Menschen gegen General Barrettieris italienische Armee. Nördlich von Äthiopien lag Eritrea, welches Italien gehörte. Und südöstlich befand sich italienisch Somaliland. Im 1896 versuchte General Barrettiera, Eritrea gegen die Äthiopier mit nur 13.000 Mann zu verteidigen. Sie verloren 4.600 Weiße und 3.000 eingeborene Soldaten und über 3.500 wurden gefangen genommen. Bei einem späteren Gefecht wurden die Italiener vernichtend geschlagen, wegen des bergigen Landes und weil sie zahlenmäßig unterlegen waren. Diese Niederlage war für eine italienische Ausbreitung in Afrika verhängnisvoll. Seit der Zeit haben sich die Italiener nach Rache gesehnt. Im Jahre 1927 gab Mussolini den Zeitpunkt bekannt. Genau 40 Jahre nach der Niederlage, oder 1935, würde er bereit sein, und ich zitiere, dass wir endlich unsere Stimme hören lassen und dafür sorgen, dass unsere Rechte anerkannt werden. Zitat Ende. 1935 kam. Die Stunde schlug. Mussolini griff an. Jetzt sehen Sie sich wieder Vers 40 an in Daniel 11. Und der König gegen Mitternacht, und wir zitieren jetzt aus der Luther-Jubiläumsbibel, und der König gegen Mitternacht wird gegen ihn stürmen, mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen, und wird in die Länder fallen und verderben und durchziehen. Mussolini sandte viele moderne Wagen, Lastwagen, Panzer und so weiter nach Afrika. Auch viele Schiffe, die mit Truppen beladen waren und eine gewaltige Luftstreitmacht. Über 100.000 Mann wurden nach Äthiopien transportiert. Beachten Sie auch bitte, dass Mussolinis Streitkräfte durchziehen sollten. Das ist der genaue Punkt in dieser erstaunlichen Prophezeiung, an dem der Zweite Weltkrieg endete. Mussolini hat die Prophezeiung nicht bis zum Ende ausgeführt. Es gibt noch einen weiteren Führer, der erst noch in Europa in Erscheinung treten wird. Beachten Sie bitte, was als nächstes geschehen soll. Und jetzt wird Vers 41 zitiert, wo es heißt, und er wird in das herrliche Land einfallen. In das heilige Land. Das muss noch erfüllt werden. Schauen Sie, Mussolini hat dies nicht erfüllt. Mussolini ist niemals bis ins heilige Land vorgedrungen. Und so lesen wir eben hier in Daniel 11, dass dieser letzte Teil der Prophezeiung erfüllt werden muss. Ein weiterer König des Nordens wird kommen müssen, um diese Prophezeiung noch zu erfüllen. Wir fahren aus der Broschüre lesen fort. Wenn das Römische Reich, welches erst noch wieder auferstehen soll, es ist zurzeit dabei, wieder aufzuerstehen, das heilige Land erobert, werden die Nationen der Welt in die Anfangsphase des großen, letzten, endgültigen Weltkrieges hineingestürzt werden. Andere Prophezeiungen offenbaren, dass sowohl die Vereinigten Staaten als auch Großbritannien von diesem wiedererstandenen Römischen Reich erobert werden. Und das werden wir auch gleich in dieser Predigt noch weiter verfolgen. Und, fährt nun Vers 41 fort, viele werden umkommen. Es werden aber seine Hand entrinnen, Edom. Und Edom ist heute die Türkei hauptsächlich. Es kann sich auch hin und wieder auf Palästinenser beziehen, aber hauptsächlich ist Edom heute die Türkei. Also die Türkei wird, wie es heißt, so wie auch Moab und der Hauptherr der Ammoniter, seine Hand entrinnen. Und dann heißt es, der kommende Diktator wird viele andere Länder mit sich vereinigen, insgesamt 10. Und das ergibt sich aus Offenbarung 17 und aus anderen Stellen. Und somit das Römische Reich des Altertums wieder auferstehen lassen. Und dann lesen wir in Daniel 11, Vers 42, und auch darauf werden wir noch eingehen, dass Ägypten nicht entkommen wird. Und damit wird uns gezeigt und bewiesen, dass Ägypten jetzt nicht der König des Südens ist. Und schauen Sie, alles das, was sich auf den König des Südens bezieht in Daniel 11, ist bereits erfüllt worden.
Mussolini, der damalige König des Nordens, hat bereits damals den König des Südens unterworfen. Und alles, was noch geschehen muss, ist, dass der neue römische Führer ins Heilige Land einfällt. Nun, es kann sein, dass es noch einmal einen König des Südens geben wird, dass diese Prophezeiung dualistischer Natur ist. Aber wenn ja, dann wird es nicht Ägypten sein. Zumindest wird es nicht Ägypten sein, das den König des Südens anführen wird. Es kann zu einer Konföderation noch kommen. Das werden wir heute in der Predigt noch sehen. Aber fahren wir hier mit der Broschüre fort. Vers 43 sagt uns, dass die Libyer und die Äthiopier in seinem Zuge seien. Beachten Sie, dass Äthiopien nach der italienischen Eroberung nicht mehr als der König des Südens bezeichnet wird. Also scheinbar war Armstrong der Auffassung, dass damit bereits die Prophezeiung im Hinblick auf den König des Südens erfüllt war. Es heißt dann hier, ja, der König des Nordens wird sie unter seiner Kontrolle haben. Italien hat die Kontrolle über Libyen und Äthiopien nach dem Zweiten Weltkrieg verloren. Im nächsten Krieg wird die Kontrolle jedoch zurückgewonnen werden. Und dann heißt es in Vers 44, dass Nachrichten aus dem Osten und dem Norden, mit anderen Worten aus Russland und dem Orient und anderen wie China, Japan und alle diese Länder im Fernen Osten, die werden das wieder auferstandene Römische Reich in Besorgnis versetzen. Die Sowjetunion wird in den Krieg eintreten. Ein Großteil des Ränkespiels in dieser Region zielt darauf hin, den Nahen Osten unter die Kontrolle zu bringen. Und auch wenn es heute technisch gesehen kein kommunistisches Reich mehr ist, sehen wir deutlich, dass Putin und andere unter seiner Führung versuchen, die ehemaligen Satellitenstaaten der Sowjetunion wieder in das Mutterland Russland einzuverleiben. Der Zeitpunkt, heißt es hier, nähert sich mit Riesenschritten. Und dann heißt es in Vers 45, dass das kommende Römische Reich seinen Palast sowohl als Hauptstadt als auch als religiöses Zentrum des wieder auferstandenen Römischen Reiches in Jerusalem errichten wird. Sacharja 14 sagt, dass die Stadt eingenommen werden wird. Und dann heißt es in Daniel 11 und Vers 45, es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Und diese Worte beschreiben das Schicksal, wie es hier heißt, sowohl des Tieres, des militärischen Führers, als auch des sogenannten falschen Propheten, eines religiösen Führers, die beide in Jerusalem sein werden, die aber dann von Jesus Christus, wie es heißt, in den feurigen Pfuhl geworfen werden, wenn Christus zurückkommt. Und was ist nun die Zeit des Endes am Schluss dieser erstaunlichen Prophezeiung? Der nächste Vers, Daniel 12 und Vers 1, sagt uns, dass es zur Zeit der Auferstehung der Gerechten sein wird. Zur Zeit des zweiten Kommens Jesu Christi. Also diese ganze Prophezeiung in Daniel 11 läuft letztlich auf die Rückkehr Jesu Christi hinaus. Und so heißt es hier, diese Prophezeiung beginnt mit dem Königreich Syrien und Ägypten, kurz nach dem Tode Alexanders des Großen vor 2200 Jahren. Aber sie endet zur Zeit der Auferstehung und des zweiten Kommens Christi. Und so habe ich dies nur jetzt Ihnen vorlesen wollen, um Ihnen zu zeigen, dass die Idee, dass heute Ägypten dieser König des Südens sei, der hier in Daniel 11 erwähnt wird, sehr fragwürdig ist. Sehr fragwürdig ist. Wenn es überhaupt einen König des Südens noch geben wird, dann scheint er zunächst einmal mit Äthiopien identifiziert zu werden. Nun will ich heute aber anhand der Bibel Ihnen zeigen, was gesagt wird, was prophezeit wird bezüglich Ägypten. Denn es gibt viele Stellen in der Bibel, die uns etwas sagen über Ägypten. Zunächst einmal möchte ich einige Stellen aus dem Buch Jesaja vorlesen. Und fangen wir mit Jesaja Kapitel 11 an. Jesaja Kapitel 11. Und angefangen in Vers 11. Nun, wenn wir den Zusammenhang sehen, in den vorhergehenden Versen geht es um, wie auch die Lutherbibel in der Überschrift sagt, es geht um den Messias und sein Friedensreich, das sogenannte Millennium. Und da werden diese berühmten Stellen erwähnt, dass also die wilden Tiere miteinander leben werden, ein kleiner Knabe kann sie weiden und dass etwas geschieht. Das ist der zeitliche Zusammenhang. Und so heißt es jetzt in Vers 11. Und der Herr wird zu der Zeit. Nun, zu der Zeit ist ein Ausdruck, der sich immer auf den Zeitpunkt bezieht, sagen wir einmal ein Jahr vor der Wiederkunft Christi, und dann, der sich dann weiter auf die Herrschaft Jesu Christi über die Erde bezieht. Es geht um das direkte Eingreifen Gottes, also auch hier wieder. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, China, Hamat
und auf den Inseln des Meeres. Warum zum zweiten Mal? Wie wir noch sehen werden, ist das Volk Israel, es geht nicht nur um die Juden hier, in Versklavung, in Gefangenschaft, in Sklaverei. Wir erinnern uns ja daran, dass Gott einmal unter der Zeit des Mose Ägypten aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und Gott sagt hier, er wird es noch einmal tun müssen. Denn in der Endzeit, kurz vor der Rückkehr Jesu Christi, wird das Haus Israel, das moderne Haus Israel, und es geht hierbei hauptsächlich um Großbritannien und um die Vereinigten Staaten von Amerika, erneut in Sklaverei sein. Und schauen Sie, in welchen Bezirken, in welchen Gegenden Sie versklavt sein werden. In Assur heißt es hier in Vers 11. Und wie ich dies bereits öfters gesagt habe und noch weiter klarstellen werde, bei dem modernen Assur oder Assyrien handelt es sich hauptsächlich um Deutschland. Und der König des Nordens wird aller Wahrscheinlichkeit nach ein Deutscher sein, vielleicht ein Österreicher, der mit dem Tier aus dem Buch der Offenbarung identifiziert ist, gleichgesetzt ist. Und er wird das widerstandene Römische Reich anführen. Und er wird auch dazu beitragen, dann, dass viele der Israeliten, der modernen Israeliten, in Sklaverei geführt werden. Und so wird Gott also die modernen Israeliten aus den Ländern wie Assur und Ägypten aus der Sklaverei herausführen. Sie werden also in diesen Ländern zunächst einmal versklavt sein. Was auch wiederum zeigt, dass Ägypten nicht unbedingt in einer freundlichen Weise dann mit den Juden und den modernen Israeliten verkehren wird zu der Zeit. Und so lesen wir dann in Vers 12. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas. Eine deutliche Unterscheidung wird hier getroffen. Was schauen Sie, die Juden waren niemals Teil des Hauses Israel. Unter dem Sohn von Salomo ist ja das Königreich gespalten worden in ein Nordreich und ein Südreich. Und das Haus Israel bestand aus Nichtjuden. Nur das Haus Juda bestand aus Juden. Und so ist es geschichtlich gesehen auch immer geblieben. Und hier wird gesagt, dass sowohl die Verjagten Israels als auch die zerstreuten Judas gesammelt werden von Gott, von den vier Enden der Erde. Und der Neid Ephraims wird aufhören. Auch hier kurz gesagt, bei Ephraim handelt es sich hauptsächlich um Großbritannien und die englischsprachigen Commonwealth Nations, die Länder, die damals unter den Commonwealths dieser Völkergemeinschaft zusammen waren, wie zum Beispiel Australien, wie zum Beispiel Kanada, wie zum Beispiel Neuseeland. Und es hat hier ein Neid bestanden zwischen diesen Ländern und es heißt, dieser Neid wird aufhören. Und die Feindschaft Judas wird ausgerottet werden, dass Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraim Feind ist. Nun, im Großen und Ganzen hat es eine freundschaftliche Beziehung gegeben zwischen Großbritannien und Juda, dem Staat Israel. Aber auch das wird sich noch ändern, gemäß dieser Prophezeiung. Und so lesen wir hier in Vers 14, sie werden sich stürzen auf das Land der Philister im Westen und miteinander berauben alle, die im Osten wohnen. Aber berauben muss so verstanden werden, wie es damals in Ägypten geschehen war, dass die Ägypter denen also ihre Kostbarkeiten gegeben haben, freiwillig. Die wollten, dass die Israeliten aus Ägypten rauszogen. Und Gott sagt auch da, dass sie die Ägypter beraubt haben. In diesem Sinne muss das hier verstehen werden. Nach Edom und Moab werden sie ihre Hände ausstrecken, die Ammoniter werden ihnen gehorsam sein. Und der Herr, Vers 15, wird austrocknen die Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine Hand gehen lassen über den Euphrat mit seinem starken Wind und ihn in sieben Bäche zerschlagen, sodass man mit den Schuhen hindurchgehen kann. Scheinbar bedeutet dies, dass hier dann Israel, die Versklavten, die in Ägypten sein werden, auf diese Weise durch Ägypten oder durch den Euphrat in die Freiheit gelangen können. Vers 16. Und es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volkes, das übrig geblieben ist in Assur, wie sie für Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägyptenland zogen. Also hier wiederum wird auch der Vergleich angestellt zwischen der damaligen Sklaverei, dem damaligen Auszug aus Ägypten und was noch kommen wird. Und diese Straße bedeutet eben einen Weg, den Gott geschaffen hat, um Israel aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft zu befreien. Wir sehen also hier, dass Israel, das Haus Israel und das Haus Juda in Gefangenschaft geführt werden und werden, zumindest einige von denen, in Ägypten sein. Und hier wird auch Patros erwähnt. Und Patros wird, wie uns zum Beispiel das Buch Ezekiel zeigt, als ein Teil von
Ägypten beschrieben. Mit anderen Worten, es ist eigentlich das Ursprungsland. Schauen wir uns dies einmal kurz an. In Hesekiel, aber behalten Sie Ihren Finger im Buch Jesaja, da kommen wir nämlich gleich darauf zurück. Aber im Buch Hesekiel lesen wir Vers 29, Hesekiel 29 und in Vers 14. Da lesen wir nämlich, dass Gott das Geschick Ägyptens wenden wird. Also hier lesen wir über ein Geschick von Ägypten, die Zukunft Ägyptens, auf die kommen wir noch zu sprechen. Und er wird sie wieder ins Land Patros bringen, in ihr Vaterland. Aber sie sollen dort nur ein kleines Königreich sein, zunächst einmal. Also hier wird Patros als das Vaterland Ägyptens bezeichnet. Und so lesen wir also in Buch Jesaja, dass die Israeliten in dem Vaterland von Ägyptens und in Ägypten versklavt sein werden. Nun schauen wir uns eine weitere Stelle an. Im Buch Jesaja, Kapitel 19. Jesaja, Kapitel 19, angefangen in Vers 1. Es geht hier gegen Ägypten, eine Prophezeiung, die sich gegen Ägypten richtet. Und so heißt es hier in Kapitel 19, Vers 1, das ist die Last für Ägypten. Siehe, der Herr wird auf einer schnellen Wolke fahren und über Ägypten kommen. Und da werden die Götzen Ägyptens vor ihm beben. Nun hat Ägypten heute Götzen. Nun glauben Sie das schon, wie Gott das so sieht. Und den Ägyptern wird das Herz feige werden in ihrem Leibe. Und schauen Sie sich jetzt Vers 2 an, etwas, was bereits heute schon erfolgt, wenn Sie die Nachrichten beobachten. Und ich will die Ägypter gegeneinander hetzen, dass ein Bruder wieder den anderen, ein Freund wieder den anderen, eine Stadt wieder die andere, ein Reich wieder das andere kämpfen wird. Ist das nicht interessant? Eine Prophezeiung vor vielen, vielen Jahren geschrieben, die genau das wiedergibt, was wir heute verfolgen in den Nachrichten. Aber es wird noch schlimmer werden. Es wird noch schlimmer werden. Vers 3, und der Mut soll den Ägyptern in ihrem Herzen vergehen. Und ich will ihre Anschläge zunichte machen. Und da werden sie dann fragen, ihre Götzen und Beschwörer, ihre Geister und Zeichendeuter. Aber ich will die Ägypter übergeben in die Hand eines grausamen Herrn. Und ein harter König soll über sie herrschen, spricht der Herrscher, der Herr Zebaoth. Dieser grausame Herr, dieser harte König ist kein anderer als der König von dem modernen Assyrien. Der König des Nordens, der auch King oder König Jareb genannt wird in der Bibel. Mit anderen Worten, das Tier. Gott sagt, dass das Tier, dieser König des Nordens, dieser grausame Herrscher, über Ägypten herrschen wird. Was eben andeutet, dass es eine Konfrontation geben wird, wie wir das bereits auch schon im Buch Daniel gelesen haben und noch lesen werden, zwischen dem König des Nordens, diesem König von Assyrien, diesem König Jareb, diesem Tier und Ägypten. Lesen wir in Vers 14. Der Herr hat einen Taumelgeist über sie, die Ägypter, ausgegossen, dass sie Ägypten taumeln machen in all seinem Tun, wie ein Trunkenbold taumelt, wenn er speit. Es geht hauptsächlich hier um die Herrscher, die Führer von Ägypten, die das Volk verführen. Auch das ist interessant, wenn man sich heute die Nachrichten so anschaut. Vers 16. Zu der Zeit, schauen Sie, hier geht es wiederum um den Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommen wird. Zu der Zeit werden die Ägypter sein wie Weiber und sich fürchten und erschrecken, wenn der Herr Zebaoth die Hand über sie schwingen wird. Und die Ägypter werden sich fürchten vor dem Lande Juda. Wenn sie daran denken, werden sie erschrecken wegen des Rates des Herrn Zebaoth, den er über sie beschlossen hat. Warum werden sie sich fürchten vor dem Land Juda? Wir hatten bereits gesehen, dass Juda über sie herrschen wird. Nun, wie wir noch sehen werden, wird sich Ägypten gegen Juda stellen. Und Gott sieht das nicht sehr freundlich an. Wir lesen dann weiter in Vers 17 oder Vers 18. Zu der Zeit, also jetzt geht es darum, unmittelbar zum Zeitpunkt der Wiederkehr Christi. Zu der Zeit werden 5 Städte in Ägyptenland die Sprache Kanaans sprechen und bei dem Herrn Zebaoth schwören. Und eine wird heißen Irheres. Zu der Zeit wird für den Herrn ein Altar mitten in Ägyptenland sein und ein Steinmal für den Herrn an seiner Grenze. Und das wird ein Zeichen und Zeugnis sein für den Herrn Zebaoth in Ägyptenland. Heute verehren die Ägypter den wahren Gott keineswegs. Aber dies wird sich ändern, wenn die Erkenntnis kommen wird, wenn Jesus Christus zurückgekommen ist, um auch die Ägypter die Wahrheit zu lehren. Wenn sie zum Herrn schreien vor den Bedrängern, es kommt also dazu, dass sie schon bereits vor der Wiederkunft Christi scheinbar von der Wahrheit etwas hören werden, möglicherweise durch die 2 Zeugen, die ja predigen werden für 3,5 Jahre. Wenn sie also zu dem Herrn schreien vor den Bedrängern,
so wird er ihnen einen Retter senden. Und er wird ihre Sache führen und sie erretten. Nun, wer ist dieser Retter? Gott, Christus, wird kommen und ihre Sache führen, sie erretten. Erretten woraus? Erretten, wie wir noch sehen werden, aus der Sklaverei, in die auch die Ägypter gelangen werden. Denn der Herr wird den Ägyptern bekannt werden, Vers 21, und die Ägypter werden den Herrn erkennen zu der Zeit und werden ihm dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und sie halten. Nur wie wir bereits wissen, wird es zu Anfang des Millenniums zumindest Menschen geben, die wiederum Opfer bringen werden, für eine gewisse Zeit. Und wir können spekulieren darüber, warum das geschehen wird, denn heute sind ja die Opfer nicht zu bringen. Christus ist ja für uns alle gestorben. Aber möglicherweise wird das den Leuten, die ohnehin zunächst einmal im Götzendienst anvertraut waren, also Götzendienst betrieben haben, es soll ihnen zunächst einmal bewusst werden, wie schwer und wie gewaltig das Opfer Jesu Christi war. Das wäre eine Möglichkeit der Erklärung. Es heißt hier weiter in Vers 22, und der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen. Schlagen und heilen. Und sie werden sich bekehren zum Herrn, und er wird sich erbitten lassen und sie heilen. Zu der Zeit wird eine Straße sein, von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen, und die Äthiopier und die Ägypter vielmehr samt den Assyrern Gott dienen. Also auch Assyrien wird letztendlich Gott dienen. Heute dienen die meisten Deutschen Gott keineswegs, nicht dem wahren Gott der Bibel. Zu der Zeit, Vers 24, wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen mitten auf Erden. Und der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen, gesegnet bist du Ägypten, mein Volk, und du Assur, meiner Hände Werk, und du Israel, mein Erbe. Schauen Sie, alle diese Nationen wurden von Gott erschaffen. Und alle diese Nationen sollen Gott dienen. Heute ist das nicht der Fall. Aber im Millennium, in der Zukunft, wird das geschehen. Schauen wir uns nun eine weitere Stelle an, in Kapitel 27 und Vers 13. Jesaja Kapitel 27 und in Vers 13. Da lesen wir zu der Zeit, wiederum hier, der Zeitpunkt, der zunächst einmal auf die Wiederkunft Christi sich hinbewegt und der dann natürlich darüber hinaus dann noch weitergeht. Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen. Und es werden kommen die Verlorenen im Lande Assur und die Verstoßenen im Lande Ägypten und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berge zu Jerusalem. Es geht hier wiederum um das Haus Israel und um das Haus Juda. Wenn die große Posaune erschallen wird, werden diejenigen, die jetzt versklavt sind, im Lande Ägypten und im Lande Assyrien, aus dieser Versklavung, dieser Sklaverei befreit werden und nach Jerusalem ziehen, um dort Gott anzubeten. Bei der großen Posaune handelt es sich um die letzte Posaune, die erschallen wird, wenn Christus zurückkommt und diejenigen, die in Christus gestorben sind, werden auferstehen. Das ist der Zeitpunkt. Also darauf läuft es alles hinaus. Schauen wir uns nun einige Stellen im Buch Ezekiel an, die uns mehr noch sagen über das, was bezüglich Ägypten prophezeit ist. Ezekiel Kapitel 30, angefangen Vers 1. Nun heißt es hier in meiner Bibel in der Überschrift, der Sturz Ägyptens. Ezekiel Kapitel 30, angefangen Vers 1. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, weissage und sprich, so spricht Gott der Herr, heulet, wehe, was für ein Tag. Es geht jetzt hier um den Tag des Herrn, der gleiche Zeitpunkt, der vorher erwähnt wird, als zu der Zeit. Dieser Tag des Herrn, der ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt, aber dann natürlich fortdauert. Denn der Tag ist nahe, Vers 3. Ja, des Herrn Tag ist nahe, ein finsterer Tag, die Zeit der Heiden kommt. Mit anderen Worten, die Zeit, dass die Heiden auch gerichtet werden. Und das Schwert soll über Ägypten kommen. Und Kusch wird erschrecken. Es heißt hier Kusch, eine bessere Übersetzung wäre Äthiopien. Also das Schwert soll über Ägypten kommen und Äthiopien wird erschrecken, wenn die Erschlagenen in Ägypten fallen und sein Reichtum weggenommen und seine Grundfesten eingerissen werden. Kusch und Put. Put, eine andere Bezeichnung für Libyen. Also Äthiopien und Libyen und Lut mit allerlei fremdem Volk und Kup und ihrer Verbündeten sollen mit ihnen durchs Schwert fallen.
Nun, wo es hier heißt, und Kup, das kann auch übersetzt werden, und alle ihre Verbündeten, es mag hier nicht unbedingt ein weiteres Volk erwähnt sein, also alle Verbündeten, hauptsächlich geht es mir hier um Äthiopien und Ägypten und Libyen. Die werden scheinbar miteinander verbündet sein. Die sollen durch das Schwert fallen. So spricht der Herr, Vers 6. Alle, die Ägypten stützen, müssen fallen. Und seine stolze Macht muss herunter. Von Migdol bis nach Siene sollen sie durchs Schwert fallen, spricht Gott der Herr. Und sie sollen inmitten verwüsteter Länder zur Wüste werden. Und ihre Städte inmitten verwüsteter Städte in Trümmern liegen, damit sie erfahren, Vers 8, dass ich der Herr bin, wenn ich Feuer an Ägypten lege, sodass alle, die ihnen helfen, zunichte werden. Schauen Sie, es geht hier um eine Zerstörung von Ägypten, aber auch von Äthiopien, auch von Libyen. Das wird noch kommen, wie wir sehen werden, durch den König des Nordens, das Tier. Gott hatte ja gesagt, ich werde zunächst einmal schlagen und werde dann aber wieder heilen. Und hier wird die Zerschlagung zunächst einmal beschrieben. Vers 9. Zur selben Zeit werden Boten von mir ausziehen in Schiffen, um Kusch zu schrecken, das jetzt so sicher ist, also Äthiopien. Und es wird ein Schrecken über sie kommen am Tage Ägyptens, denn siehe, er kommt gewiss. Und dann lesen wir Vers 18. In Tachpanhes wird sich der Tag verfinstern, wenn ich dort das Zepter Ägyptens zerbreche und seine stolze Macht ein Ende nimmt. Die Stadt wird mit Wolken bedeckt werden und ihre Töchter werden, schauen Sie, gefangen, weggeführt werden. Hier wird eine Versklavung Ägyptens beschrieben, durch den König des Nordens. Und ich will das Gericht über Ägypten ergehen lassen, damit sie erfahren, dass ich der Herr bin. Gott lässt dies zu, Gott tut dies, um die Ägypter dahin zu bringen, zu erkennen, wen sie anbeten sollen, letztendlich. Wenn dann nämlich die Wahrheit ihnen offenbart wird, dann werden sie die Wahrheit im Großen und Ganzen akzeptieren. Vielleicht nicht unbedingt sofort, aber sie werden dahin gelangen, dies zu tun. Interessant ist hier, dass scheinbar von einer Koalition gesprochen wird, von gewissen Ländern. Äthiopien, Ägypten, Libyen und so weiter. Nun, schauen wir uns einmal eine Stelle an, im Psalm 83. Aber behalten Sie wiederum Ihren Finger hier im Buch Ezekiel, da kommen wir noch darauf zu sprechen. In Psalm 83 wird nämlich auch von einer Koalition geredet. Und zwar wird es eine Koalition sein, die zusammen mit Assyrien, dem modernen Assyrien, gegen Israel, gegen Juda gerichtet ist. Aber beachten wir, dass diese Koalition keines der Länder beschreibt, über die wir gerade im Buch Ezekiel gelesen haben. Schauen Sie, die Koalition im Buch Ezekiel scheint eine Koalition zu sein, die sich gegen Assyrien richtet. Die Koalition hier in den Psalmen, im Psalm 83, ist eine Koalition mit Assyrien. Und das ist auch der Grund dafür, dass im Buch Daniel gesagt wird, dass diese Länder, die hier in dieser Koalition im Psalm 83 erwähnt werden, der Hand des Königs des Nordens entrinnen werden. Schauen Sie, aber die Länder im Buch Ezekiel, die werden von dem König des Nordens überrannt werden. Lesen wir hier Psalm 83, angefangen Vers 1, ein Psalmlied Asaphs. Gott schweige doch nicht, Gott bleib nicht so still und ruhig, denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohl ansprechen sie, Vers 5, lass uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht, die in den Zelten von Edom und Ishmael wohnen, Moab und die Hagariter, Gebal, Ammon, Amalek, die Philister mit denen von Tyrus. Auch Assur, Vers 9, hat sich zu ihnen geschlagen, sie helfen den Söhnen Lot. Also hier eine Koalition wird beschrieben von arabischen Staaten hier, Staaten im Nahen Osten, mit Assyrien, gegen Israel. Aber viele dieser Länder werden dann im Buch Daniel erwähnt, die eben nicht von Assyrien vernichtet werden. Aber Ägypten wird hier nicht erwähnt, Libyen wird hier nicht erwähnt, Äthiopien wird hier nicht erwähnt, weil das ist eine Koalition scheinbar, die sich gegen Assyrien richten wird. Kehren wir zu Ezekiel, Kapitel 32, zurück. Ezekiel 32. Da lesen wir eine weitere Stelle,
angefangen in Vers 11. Und hier wird noch einmal gesagt, wer dieser grausame Herrscher ist, der über Ägypten herrschen wird. Ezekiel 32, Vers 11. Denn so spricht Gott der Herr, das Schwert des Königs von Babel soll dich treffen. Ein moderner König von Babylon. Nun, das ist eine weitere Bezeichnung im Hinblick auf das Römische Reich. Denn im Buch der Offenbarung, Kapitel 17, Kapitel 18, wird hier ein modernes Babylon beschrieben. Ein babylonisches System. Aber es wird identifiziert als eine Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist. Das Römische Reich, das erneut wieder eine Weltmacht werden wird. Und hier handelt es sich um den König dieses babylonischen Reiches, dieses modernen babylonischen Reiches. Der wird aber in anderen Stellen, auch im Buch Jesaja, und in anderen Stellen als der König von Assyrien bezeichnet. Denn das ist ein assyrischer König, der hier mit dem König von Babel gleichgesetzt wird. Der König des modernen Babylons. Und schauen Sie, was hier gesagt wird. Das Schwert des Königs von Babel soll dich treffen. Es geht hier um Ägypten, wie auch die Überschrift hier in meiner Bibel sagt. Ich will dein Volk fällen durch das Schwert der Helden, die allesamt die gewalttätigsten unter den Völkern sind. Sie werden die Herrlichkeit Ägyptens verheeren und sein stolzes Volk vernichten. Wenn die Deutschen wieder eine Armee aufbauen, oder zumindest über eine Armee herrschen, dann wird es eine sehr gewaltige Armee sein. Wie die Deutschen ja immer schon gezeigt haben, dass sie sehr gut waren im Organisieren. Das war eine gute, positive Eigenschaft, aber kann auch eben eine sehr negative sein, wenn sie in falsche Bahnen gelenkt wird. Und so lesen wir hier weiter in Vers 13. Und ich will alle seine Tiere umbringen an den großen Wassern, dass keines Menschen Fuß und keines Tieres Klaue sie mir trübe machen soll. Alsdann will ich seine Wasser klar machen, dass seine Ströme fließen wie Öl, spricht Gott der Herr. Vers 15, wenn ich das Land Ägypten verwüste und alles, was im Lande ist, öde mache und alle, die darin wohnen, zerschlage und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Entschuldigung. Also hier sehen wir, dass es zu einer Zeit geschehen wird, wenn die Ägypter erfahren werden, dass Gott der Herr ist. Diese Zeit ist noch nicht gekommen. Diese Zeit gab es noch nicht. Aber sie wird in der Zukunft sich einstellen, wenn eben Jesus Christus herrschen wird auf dieser Erde. Schauen wir uns nun noch einmal das Buch Daniel an, die Stelle, die wir bereits eben zum Anfang der Predigt gelesen haben, aber schauen wir uns noch einmal im Zusammenhang an. Daniel Kapitel 11 und die Verse 41 bis 43. Ich möchte hier kurz auf diese Völkerschaften einmal näher eingehen, die hier erwähnt werden. Es heißt hier, er, also der König des Nordens, er wird in das herrliche Land einfallen und viele werden umkommen. Es werden aber seine Hand entrinnen Edom, Moab und der Hauptteil der Ammoniter. Edom, Moab und der Hauptteil der Ammoniter. Edom, die moderne Türkei, hin und wieder kann sich das auch auf die Palästinenser beziehen. Moab, Jordanien heute und der westliche Teil vom Irak. Und dann heißt es der Hauptteil der Ammoniter. Und damit ist Jordanien gemeint. Die werden also der Hand des Königs von Assyrien, dem König des Nordens, entgehen. Warum? Weil sie Teil waren der Koalition, über die wir im Psalm 83 gelesen haben. Vers 42. Er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern und Ägypten wird ihm nicht entrinnen. Schauen Sie, hier wird wiederum gezeigt, dass Ägypten sich dann in einer Situation befindet, die sich gegen diesen König von Assyrien gerichtet hat. 43, sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze, über alle Kostbarkeiten, Libya und Kushita oder Äthiopier werden ihm folgen müssen. Nun, ob das bedeutet, dass sie sich freiwillig unterwerfen, ob das bedeutet, dass er in einem Krieg diese Länder dann vereinnahmt, das bleibt noch abzuwarten. Auf alle Fälle werden sie seiner Hand nicht entrinnen. Schauen Sie, die werden ihm folgen müssen. Und so lesen wir also hier, dass es eine Konföderation geben wird, ein Bündnis von Assyrien mit diesen Ländern, die seiner Hand entrinnen werden. Und dann wird es auch eine Konföderation geben, ein Bündnis von Ländern, unter anderem Ägypten, Libyen, Äthiopien, die eben seiner Hand nicht entrinnen werden. Schauen wir uns an einer Stelle im Buch Hosea an. Hosea, Kapitel 7. Hosea, Kapitel 7. Angefangen in Vers 11.
Hier geht es wiederum um Ephraim. Schauen Sie, damals im Alten Testament, als Jakob oder Israel in Ägypten war, nachdem er für viele Jahre nichts wusste von seinem Sohn Josef, und dann ist er ja nach Ägypten gezogen mit seinem Volk, mit seiner Familie, da kam ja der Josef, sein Sohn, zu ihm und brachte ihm seine beiden Söhne, Ephraim und Manasse, die in Ägypten geboren worden waren. Und Israel adoptiert diese beiden Söhne und er segnet diese beiden Söhne. Und er sagt, dass Ephraim zu einer Gemeinschaft von Völkern werden würde und Manasse würde zu einem großen Volk werden. Aber weil es eben eine Gemeinschaft sein würde, hat er also Ephraim vor Manasse gestellt, obwohl Manasse eigentlich der Erstgeborene war. Und wir wissen heute, dass es sich bei Manasse um den Stammvater, würde ich einmal sagen, der Vereinigten Staaten handelt, einem großen Volk. Und dass aber Ephraim die Gemeinschaft von Völkern unter Großbritannien war, die aber Länder wie zum Beispiel Australien, Neuseeland, Kanada mit einschließt. Und hier wird jetzt von Ephraim gesprochen. Hauptsächlich möchte ich sagen, zunächst einmal Großbritannien. Aber es kann sich eben auch auf die anderen Länder beziehen und sogar auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Denn Ephraim war ja dann der führende Stamm innerhalb des Hauses Israel. Und somit eine Zusammenfassung möglicherweise aller Stämme. Und so lesen wir hier in Vers 11, denn Ephraim ist wie eine törichte Taube, die sich leicht locken lässt. Das hört sich sehr vertraulich an, wenn man an die Politik von Großbritannien denkt, wenn man an die Politik von Amerika denkt, die sich leicht locken lässt. Jetzt rufen sie Ägypten an, dann laufen sie nach Assur. Die wollen also da irgendwie Verträge schließen, Hilfe erhalten. Aber Vers 12, indem sie hin und her laufen, will ich mein Netz über sie werfen und sie herunterholen wie Vögel unter dem Himmel. Ich will sie strafen, wie es ihrer Gemeinde verkündet ist. Und das wird heute verkündet, wie es schon vor vielen Jahren verkündet wurde. Es wird verkündet, dass es zu einem Strafgericht kommen wird über die Vereinigten Staaten von Amerika und über Großbritannien. Weil sie eben auch Gott nicht wirklich dienen. Sie geben zwar vor, religiös zu sein, aber durch ihre Werke, durch ihre Ideen, durch ihre Doktrinen, durch ihre Lehren verleugnen sie Gott. Und Gott hat sehr lange Geduld gehabt, aber es wird dazu kommen, in wenigen Jahren, dass diese Prophezeiungen sich hier erfüllen. Vers 13, wehe ihnen, dass sie von mir weichen. Sie sollen vertilgt werden, denn sie sind abtrünnig geworden von mir. Ich wollte sie wohl erlösen, aber sie reden Lügen wider mich. Und hier wird also wiederum gezeigt, dass es zu einem Strafgericht kommen wird gegenüber Ephraim. Aber zunächst einmal wird Ephraim, Großbritannien, möglicherweise die Vereinigten Staaten, die wollen sich an Ägypten wenden. Die wollen sich an Assyrien wenden, um von denen Hilfe zu erlangen, und werden sie eben nicht bekommen. In Kapitel 9, Hosea Kapitel 9 und in Vers 3. Sie sollen nicht bleiben. Es geht auch wiederum hier um die Nachfahren des alten Hauses Israel. Sie sollen nicht bleiben im Lande des Herrn, sondern Ephraim muss wieder nach Ägypten und muss in Assyrien Unreines essen. Also hier wird gesagt, dass sie in Assyrien Unreines essen werden. Interessant ist, dass nach wie vor scheinbar, nach diesen Stellen zu urteilen, die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren bestehen bleibt. Bestehen geblieben ist, auch in der Zukunft noch bestehen bleiben wird. Es geht darum, dass wir nach wie vor keine unreinen Tiere essen sollen, das Fleisch von unreinen Tieren. Aber hier werden die Ephraimiter in die Versklavung geführt, nach Deutschland, nach Ägypten, oder zumindest in das Land Deutschland und nach Ägypten, einem Symbol für die ägyptische Sklaverei, die bereits damals im Alten Testament bestand. Und sie werden gezwungen werden, natürlich unreines Fleisch zu essen, obwohl in den meisten Fällen die gar nicht daran denken, es nicht zu tun. Aber das ist auch dieses Paradoxum, das hier erwähnt wird. Nun, interessant ist in Hosea Kapitel 11, da wird nämlich etwas Interessantes gesagt, Vers 5. Und man muss diese Stellen alle im Zusammenhang lesen. In Hosea Kapitel 11 und Vers 5, da heißt es, angefangen in Vers 4, ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägypten Land zurückkehren sollten. Es geht hier wiederum um Ephraim. Es heißt, die sollten nicht nach dem Land Ägypten zurückkehren.
Aber wir sahen, dass sie nach Ägypten zurückkehren. Um hier keinen Widerspruch auferstehen zu lassen, bedeutet dies, dass sie nicht in das Land von Ägypten zurückkehren werden als Sklaven. Es geht hier um Ephraim, das Haus Israel. Aber dass sie in ägyptische Sklaverei gelangen werden. Was für eine ägyptische Sklaverei wird hier bezeichnet? Nun lesen wir weiter. Was heißt, nun aber muss Assur ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Schauen Sie, Assyrien wird das Land sein, hauptsächlich, dass die Israeliten, das Haus Israel, versklaven wird. In Ländern wie Assur und anderen Ländern dann als Sklaven haben wird. Wir lasen aber bereits im Buch Jesaja, dass Israel und Juda aus dem Land Ägypten und dem Land Assyrien als Sklaven herausgeführt werden. Was bedeutet, dass es hauptsächlich Juden sein werden, die im Lande Ägypten versklavt sein werden. Die Israeliten, die Nachfahren des Hauses Israel, hauptsächlich im Lande Assur. Nun schauen wir uns einmal eine weitere Stelle an, die dies deutlich macht, dass es hauptsächlich hier darum geht, dass die Juden von den Ägyptern versklavt werden. Und das findet sich in Joel, Kapitel 3, eine Stelle im Buch Joel, Kapitel 3 und in Vers 19. Und hier wird auch gesagt, warum Ägypten dann auch versklavt werden wird von dem König des Nordens. Joel 3 und Vers 19 in einigen deutschen Bibeln, in anderen deutschen Bibeln, wie der Lutherbibel, findet sich die Stelle in Joel Kapitel 4 und Vers 19, weil die nämlich eine andere Zählweise haben. Und da lesen wir in Joel Kapitel 4 und Vers 19, aber Ägypten soll wüst werden und Edom, Türkei, eine Einöde, um des Frevels willen an den Leuten von Juda. Also hier wird deutlich gesagt, dass es um die Bestrafung von Ägypten und der Türkei gehen wird, weil sie sich an den Leuten von Juda, den Juden, dem Staat Israel heute, verschuldet haben. Und so heißt es hier, weil sie unschuldiges Blut in ihrem Lande vergossen haben. In ihrem Lande. Scheinbar waren die Juden dann da versklavt und einige, viel möglicherweise, sind dort grausam umgekommen. Also wir lesen hier, dass es wiederum Versklavung geben wird für die modernen Nachfahren des Hauses Israel und des Hauses Juda und dass hauptsächlich die Nachfahren des Hauses Israel von den Assyrern, den modernen Assyrern, versklavt werden. Die Nachfahren des Hauses Juda scheinbar hauptsächlich von Ägyptern und zu einem gewissen Teil auch den Edomitern, also der modernen Türkei. Nun, eine weitere Stelle findet sich im Buch Sacharja. Sacharja Kapitel 10, die Verse 10 bis 12. Sacharja Kapitel 10, die Verse 10 bis 12. Denn ich will sie zurückbringen aus Ägypten Land. Also hier geht es um die Versklavten des Hauses Juda. Und sie sammeln aus Assyrien, hauptsächlich geht es hierbei um die Versklavten aus dem modernen Hause Israel. Aber Gott sagt, ich will sie zurückbringen aus beiden Gegenden und will sie ins Land Gilead und zum Libanon bringen, dass man nicht Raum genug für sie finden wird. Denken wir an die gewaltige Anzahl von modernen Israeliten und Juden, die dann von Gott aus der Sklaverei geführt werden, um ins gelobte Land geführt zu werden, um dieses gelobte Land, was den Israeliten von vornherein versprochen worden war, dann letztendlich einzunehmen. Vers 11. Und wenn sie in Angst durchs Meer gehen, denn man kann sich ja vorstellen, die sind ja jetzt aus der Sklaverei, kommen die, also die haben natürlich sehr große Furcht nach wie vor, so wird er die Wellen im Meer schlagen, dass alle Tiefen des Wassers vertrocknen werden. Da soll dann zu Boden sinken die Pracht Assyriens. Und das Zepter Ägyptens soll weichen. Zunächst einmal wird natürlich Gott auch mit Assyrien und mit Ägypten dann umgehen. Vers 12. Ich will sie stärken in dem Herrn, dass sie wandeln sollen in seinem Namen, spricht der Herr. Auch das ist etwas, was noch geschehen wird. Das ist bislang ja eben noch nicht geschehen. Und es wird seine Zeit dauern. Es wird nicht von heute auf morgen geschehen, dass Ägypten sich dann zu Gott bekehrt. Es wird eine Zeit dauern. Und Sacharja geht darauf ein im 14. Kapitel. Schauen Sie, ich möchte dieses ganze Kapitel kurz lesen, oder zumindest gewisse Teile davon, um Ihnen den Zusammenhang zu zeigen. Worum geht es hier?
Wir hatten ja bereits schon von gewaltigen Kriegen gehört, Kriegen von dem modernen Römischen Reich, das zunächst einmal im Nahen Osten einfallen wird, wird dann von Gerüchten von fernen Osten erschreckt und wird dann dort ausziehen. Und das heißt, und dieses Tier, dem wird dann keiner helfen. Und letztendlich wird das Tier umkommen, dadurch, dass Christus zurückkommt und es in den feurigen Pfuhl wirft. Wir hatten auch bereits gelesen, dass ein Krieg stattfinden wird zwischen dem wiedererstandenen Römischen Reich und den Ländern, die wir heute in Großbritannien finden, möglicherweise Australien, Neuseeland, Kanada und natürlich auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist etwas, was heute vielleicht sehr absonderlich klingen mag, dass das moderne Europa, wie es dann noch entstehen wird, die Macht haben wird, Amerika und Großbritannien in einem Krieg zu überwinden. Aber die Bibel sagt dies deutlich, dass das geschehen wird. Es wird geschehen, weil Gott es zulässt, weil Gott es so will. Und alle menschliche Überlegung zum Trotz wird es so geschehen. Stellen Sie sich einmal vor, dass es einfach dazu kommt, wie es jetzt kürzlich in Japan gekommen ist. Es ist eine gewaltige Naturkatastrophe. Das gesamte Land von Japan zunächst einmal an den nahezu wirtschaftlichen Ruin bringt. Stellen Sie sich einmal vor, so etwas würde hier in Amerika geschehen. Und es gibt viele Berichte, die uns sagen, dass es tatsächlich zu einem gewaltigen Erdbeben kommen wird. Hier zum Beispiel auch in Kalifornien, aber nicht nur in Kalifornien, auch in anderen Gegenden. Der Yellowstone-Nationalpark ist sehr bedroht von Geysiren und anderen unterirdischen gewaltigen Mächten und Kräften, die dazu führen könnten, dass der gesamte Yellowstone-Nationalpark explodiert. Und das würde dann mehrere Staaten, mehrere Länder beeinträchtigen. Wir lesen und hören mehr und mehr von Naturkatastrophen in den Vereinigten Staaten, wie sie es vorher nie gegeben hat. Gewaltige Tornados, die Anzahl davon. Und wir hören natürlich jetzt auch von den Überschwemmungen in Mississippi. Wiederum wurde ein Rekord gebrochen. Die höchste Überschwemmung, die es je gegeben hat in einigen Bezirken. Alles dies zusammengenommen kann sehr leicht dazu führen, dass Amerika auf einmal am Boden liegen wird, wirtschaftlich, von den gewaltigen Schulden, die sie haben, gar nicht zu sprechen. Also wie man auch immer das so sehen will, Gott sagt eindeutig, dass es zu einem solchen Krieg kommen wird und dass bei diesem nächsten Weltkrieg, von dem hier die Rede ist, die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien unterliegen werden. Und nun schauen wir Sacharja 14 uns an und lesen wir, was noch geschrieben steht. Es geht hier wiederum um den Tag des Herrn, also diese Zeitspanne, die mit dem, die kurz vor der Wiederkunft Christi beginnt, aber dann natürlich andauert. Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, heißt es in Kapitel 14, Vers 1, dass man in deiner Mitte, Jerusalem geht es hier, unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Das wird noch kommen. Alle Heiden werden zum Kampf gegen Jerusalem von Gott versammelt werden. Und die Stadt wird erobert. Die Häuser werden geplündert. Die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Jesus Christus hat gesagt, in der berühmten Ölbergprophezeiung, wenn ihr sehen wird, dass Jerusalem von Armeen belagert wird, dann wisst ihr, dass die Zerstörung gekommen ist. Es geht um die Endzeit. Es geht nicht damals um den Eingriff der Römer im Jahre 70 nach Christus. Es geht um eine endzeitliche Prophezeiung. Und es geht um eine Armee oder Armeen der Heiden, der europäischen Armee. Christus sagt, wenn ihr das sehen werdet, dann werdet ihr auch wissen, dass die Zerstörung Jerusalems genaht ist. Aber dann heißt es in Vers 3, und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Vers 4, und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg. Jesus Christus wird auf den Ölberg zurückkommen, wie er von dem Ölberg zum Himmel gefahren ist. Und die Engel haben damals den Aposteln gesagt, er wird so zurückkommen, wie er ihn zum Himmel haben fahren sehen. Er wird also auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid, vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Möglicherweise eine Andeutung, dass alles dies auch durch ein gewaltiges Erdbeben geschehen wird. Denn letztendlich sagt ja uns auch das Buch der Offenbarung, dass es zu einem gewaltigen Erdbeben kommen wird. Während dieses Erdbebens werden viele Teile Jerusalems zerstört werden.
Und so heißt es hier, da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Wie ich sagte, alles dies geschieht zum Zeitpunkt der Auferstehung der Heiligen. Und die Heiligen werden zu Christus kommen in der Luft und sie werden dann zusammen, alle zusammen auf den Ölberg herabkommen. Und so wird also Gott kommen mit den Heiligen. Es geht nicht darum, dass Gott kommt und die Heiligen dann in den Himmel nimmt und dann durch diese ferne oder geheime Entrückung irgendwie, die dann im Himmel sein werden. Nein, die Heiligen werden Gott in der Luft treffen, Jesus Christus, wenn er zurückkommt und dann mit ihm zusammen auf den Ölberg herabkommen. Zu der Zeit, Vers 6, wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein. Vers 7, und es wird ein einziger Tag sein, wenn Jesus Christus zurückkommt, ein einziger Tag, ein 24-Stunden-Tag. Er ist dem Herrn bekannt, uns ist er nicht bekannt. Jesus Christus hat sogar gesagt, dass nur Gott der Vater diesen Tag kennt. Und so, wenn hier gesagt wird, er ist dem Herrn bekannt, bezieht sich hier diese Prophezeiung auf Gott den Vater, der ja auch der Herr, Jahwe, genannt wird im Alten Testament, obwohl in den meisten Fällen von Jesus Christus die Rede ist, wenn Jahwe angesprochen wird. Aber hier geht es um Gott den Vater, denn der Tag ist alleine Gott dem Vater bekannt, wie Jesus Christus selbst gesagt hat. Er wird nicht Tag und Nacht sein und auch um den Abend wird es Licht sein. Vers 8. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Vers 9. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Und zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und jetzt schauen wir uns Vers 12 an, wie es weitergeht. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen, und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und ihre Zungen im Meer, ihre Zungen im Mund. Schauen Sie, wenn diese Zeit kommt, die meisten Menschen werden total verführt sein. Die werden meinen, Jesus Christus sei möglicherweise der Antichrist oder eine Invasion aus dem All oder was immer, aber sie werden ihn nicht als den wahren Christus erkennen. Und die zwei Zeugen, die die Wahrheit predigen werden, die werden von den meisten Menschen abgelehnt werden und die werden ja sogar nachher getötet werden von dem Tier und die Menschen werden sich freuen darüber, dass die zwei Zeugen getötet worden sind. Und sie werden dem Tier nachfolgen, sie werden dem falschen Propheten nachfolgen. Und viele werden in diesen Armeen dann sein, um gegen Christus zu kämpfen. Wehe denen, die so getäuscht sein werden, dass sie gegen den lebendigen Christus kämpfen werden. Das wird denen geschehen, wenn dieser Zeitpunkt eintritt. Vers 13. Zu der Zeit wird der Herr eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, sodass einer den anderen bei der Hand packen und seine Hand wieder des anderen Hand erheben wird. Vers 14. Und auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Schauen Sie, viele Juden heute leben ja nicht im Staat Israel. Und scheinbar werden viele Juden sogar in dieser Armee sein, von dem europäischen Reich gegründet und sogar dann gegen Jerusalem kämpfen. Und man wird zusammenbringen die Güter aller Heiden ringsumher, Gold, Silber und Kleider über die Maßen viel. Und so wird dann diese Plage auch kommen über Rosse, Maultiere, Kamele, Esel und alle Tiere, die in diesem Heer sind. Sie werden von ihr geschlagen, gleich wie jene. Also die werden sich irgendwie auflösen. Man kann an eine nukleare Explosion denken. Denken Sie an Hiroshima und Nagasaki, wie alles zur Zahl damals zerschmolzen ist. Vers 16. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den Herrn, den König, den Herrn Zebaoth und um das Laubhüttenfest zu halten. Das Laubhüttenfest, ist das nicht auch abgeschafft? Schauen Sie, das Laubhüttenfest ist eines der sieben jährlichen Festtage Gottes. Und diese Tage bestehen heute nach wie vor. Und die werden auch in der Zukunft bestehen. Und die Menschen werden dann beginnen zu begreifen, dass diese Tage zu halten sind. Und sie werden gelehrt werden, diese Tage zu halten und spezifisch das Laubhüttenfest zu halten. Aber nicht alle werden das sofort tun wollen. Vers 17. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht darauf ziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über das wird es nicht regnen. Und hier im nächsten Vers wird gezeigt, dass gerade auch die Ägypter zunächst einmal eine schwierige Position einnehmen werden. Die werden zunächst einmal nicht unbedingt erkennen, sofort, wie man den wahren Gott anzubeten hat. Deswegen sagt er hier in Vers 18, und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen, mit der der Herr alle Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Die Plage wurde bereits identifiziert, dass er eben keinen Regen geben wird zunächst einmal. Und dadurch soll dann die Menschheit zur Besinnung kommen. Vers 19. Darin besteht die Sünde
der Ägypter und aller Heiden, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Schauen Sie, Gott bezeichnet dies als Sünde. Menschen, die heute sich weigern, die jährlichen Festtage zu halten, die sündigen gegen Gott. Wenn Gott, wenn Jesus Christus herrschen wird auf Erden, wird sich alles dies ändern. Und wie wir ja gesehen haben, die Ägypter werden sich bekehren zu Gott. Und Ägypten und Israel und Assyrien werden dann erwähnt als die drei führenden Länder letztendlich im Millennium, die ein Segen sind, die ein Segen sein werden, auch für andere Völker. Und so haben wir heute einen kurzen Überblick erhalten über das, was die Bibel über Ägypten sagt. Und ich werde dann in folgenden Predigten noch weitere Geschehnisse Ihnen deutlich machen, was die Bibel über andere Staaten sagt, hauptsächlich im Nahen Osten. Und dann kann man vielleicht ein besseres Bild davon erhalten, warum die Dinge heute so geschehen im Nahen Osten, wie sie geschehen und worauf das alles hinauslaufen wird. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.